Dear friends, thank you liebe for, Freunde, the invitation for the hospitality, vielen Dank but mostly für Ihre Gastfreundschaft for the courtesy und dass Sie mich hierher eingeladen haben you, und auch, dass Sie so höflich sind, dass ich jetzt noch meine Rede is, halten darf, obwohl ich zu spät gekommen bin. Und ich möchte Ihnen versichern, dass das, wie man es auch in dem französischen Film immer wieder gesagt wurde, es lag wirklich außerhalb meiner Kraft. Es gab einen Sturm in Washington und daher gab es Probleme mit dem Anschlussflug. Aber ich möchte mich gleich auf die wesentlichen Punkte meines Kommentars konzentrieren. Als Wolfgang Schäuble ging, sagte er, ich kenne ja schon Ihren Kommentar zu Investitionen in Washington. Und das war so. Er war da tatsächlich anwesend, denn dort wurde der G20-Gipfel abgehalten in Washington. Und dort haben wir über die drei I's gesprochen, Investitionen, Innovation und die Implementation, also die Umsetzung, also der türkische 3-I-Ansatz. Im Juni haben wir dann das Ministertreffen, wo dann die deutsche Delegation auch anwesend sein wird, unter der Leitung von Sigmar Gabriel. Und das Hauptthema heißt Investition. Und wie Mark Rutte, der Ministerpräsident der Niederlande, gesagt hat, der nämlich den Vorsitz dort führen wird, es wird dabei um Investitionen gehen. Und es wird um Investitionen gehen. Und dann, raten Sie mal, worum es noch gehen wird. Ja, Investitionen. Also Investition, Investition, Investition. Das heißt, das ist also sehr, nicht nur sehr wichtig, dass wir heute diese Diskussion hier haben, sondern das passt auch sehr gut, Investitionen in Deutschland und in Europa. Denn es ist so, dass viele Deutschland einfach so als ein selbstverständliches Phänomen hinnehmen. Deutschland geht es gut, wir haben eine sehr geringe Arbeitslosenquote. Deutschland ist der Wachstumsmotor in Europa. Das heißt, niemand konzentriert sich darauf oder interessiert sich dafür, was Deutschland besser machen könnte. Es läuft ja nichts falsch hier. Aber die Frage ist doch, was man in Deutschland besser machen kann. Nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse von Europa und der ganzen Welt. Und was Deutschland besser machen könnte, das sind Investitionen. Und daher ist diese Veranstaltung hier heute und der Bericht von Professor Fratscher ganz entscheidend. Und das kommt auch genau zum richtigen Zeitpunkt, um eine entsprechende Strategie auszuarbeiten. Hierbei handelt es sich auch um einen Moment, denn schließlich sind ja die ausländischen Direktinvestitionen immer noch 40% unter dem Level vor der Krise. Und ausländischen Direktinvestitionen in Europa sind noch viel stärker betroffen. Denn es gibt immer weniger ausländische Direktinvestitionen in Europa, wenn man das mit dem Zeitraum vor der Krise vergleicht. Denn selbst in Deutschland ist es so, dass die Investitionen, abgesehen von den Investitionen in Immobilien, immer noch sehr moderat ist, obwohl eigentlich die Finanzierungsbedingungen wirklich außerordentlich gut sind. Aber da die Zukunft nicht sehr planbar scheint, gibt es eine Unsicherheit. Es gibt also großartige Bedingungen, aber man muss diese Möglichkeit auch nutzen, diese Investitionen auch zu tätigen. Aber es gibt auch Fragen über Investitionen hinaus. Der Juncker-Plan zum Beispiel, 315 Milliarden Euro, das hört sich schon mal wie eine ganze Stange Geld an, aber wenn man das dann einfach mal zwischen den 28 Ländern aufteilt, dann ist es gar nicht mehr so viel. Wir sehen das so. Es handelt sich um eine große Menge an Mitteln, die erstmal, wenn wir aber die richtigen Rahmenbedingungen setzen im Bereich der Telekommunikation und der Elektrizität, dann kann das zu Billionen werden, zu Trilliarden. Aber es gibt bisher keinen gemeinsamen Elektrizitätsmarkt oder keinen Binnenmarkt in Bezug auf Energie.
Und das wiederum hindert dann eben diese Direktinvestition. In dem Falle sieht es nämlich so aus, dass jedes Land wie eine Art Insel vor sich hin lebt. Das heißt, wir reden hier wirklich über einen Plan, wo die erste Säule aus den eigentlichen Mitteln besteht, die zweite Mittel aus den Projekten und die dritte Säule aus den regulatorischen Rahmenbedingungen. Und ich würde das Ganze umkehren. Ich glaube, dass das eigentlich die erste Säule ist, denn danach kommen dann die Mittel und die Projekte von ganz allein. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die richtigen Bedingungen für Investitionen schaffen können. Da haben wir einmal natürlich die Regierungsseite. Und die Frage der Produktivität. Denn in vielen Bereichen ist es so, wenn man Investitionen machen möchte, dann guckt man sich einmal die größeren Rahmenbedingungen an, das Land als solches, wie sieht da die Makroökonomie aus, wie stabil ist die Lage. Und dann schaut man sich den eigentlichen Industriesektor an. Gibt es da gute regulatorische Bedingungen? Hat dieser Sektor überhaupt eine Zukunft? Und dann guckt man sich das eigentliche Projekt an. Und dann wird man sich darüber Gedanken machen, wie man hier zur Finanzierung beitragen kann. Und da möchte ich auf eine der wichtigsten Elemente verweisen. Und ich glaube, dass hier Deutschland wirklich gute Arbeit leistet, nämlich Industrie 4.0. Das sieht nämlich nicht nur so aus wie der beste Weg, den man gehen kann, sondern wirklich wie ein unvermeidbarer Schlüssel zum Erfolg, denn anders kann man keinen Erfolg bei Investitionen erzielen. Ich habe nun über diese EIS gesprochen und möchte noch einmal Wolfgang Schäuble zitieren, der gerade gegangen ist. Der hätte das hier auch gut anbringen können. Er hat das tatsächlich in Washington gesagt. Es ist eine gute Idee, über Investitionen zu sprechen oder sich um die niedrigen Zinsen, über niedrige Zinsen zu sprechen, über Steuerpolitik, über Geldpolitik und was wir tun können, um aus dem Defizit herauszukommen und Defizitausgaben und den Ausgaben seitens des Staates. Das heißt, das ist ja schon fast schon ein Klischee, wenn man jetzt sich an den privaten Sektor wendet, um dort die Investitionen zu erhalten. Aber gleichzeitig passiert das nicht, wenn man eine gute Kombination aus Geldpolitik, Fiskalpolitik und strukturelle Veränderungen herbeiführt. Daher möchte ich kurz noch einmal auf die anderen EIS sozusagen eingehen, die sich im Wesentlichen mit den Zielen der Investition befassen. Zunächst einmal natürlich die Infrastruktur. Da möchte ich insbesondere auf Deutschland Bezug nehmen, denn da liegt das Defizit etwa bei 0,5% bis 1% im Jahr. Und natürlich wird gerade diese Wende hin zu einem kohlenstoffärmeren Energie bis zum Jahre 2020 31 bis 38 Milliarden Euro erfordern. Denn im Jahr der UN-Klimakonferenz in Paris ist das uns natürlich ein besonderes Anliegen, denn wir wollen ja weg von der Atomenergie hin zu den erneuerbaren Energie. Denn es wird ja von vielen bewundert, wie schnell sie eben diesen großartigen Wandel geschafft haben. Und das führt natürlich auch zu weiteren Investitionsmöglichkeiten. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch große Herausforderungen, die damit verbunden sind, um dies Ganze zu finanzieren. Dann müssen wir uns natürlich auch im Bereich der Verkehrsinfrastrukturen bemühen und haben hier natürlich auch die Kosten-Nutzen-Analyse, die verbessert werden muss. Dann haben wir hier auch die digitale Infrastruktur, die Breitbandnetzwerke und natürlich auch wieder die Bewegung hin zu Industrie 4.0. Denn Deutschland wird immer mehr zu einer Wirtschaft mit einem größeren Mehrwert. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt von der verarbeitenden hin zur Dienstleistungsindustrie sich bewegen kann und dies über Nacht tut. Aber die Exporte aus Deutschland bestehen mittlerweile zu 50% aus Dienstleistungen. Das heißt, es werden nicht mehr so viele Autos exportiert, sondern
Und gerade das ist ja insbesondere auch in Ländern, die eben so etwas exportieren, wichtig, dass man in diesem Bereich noch mehr investiert, um seinen Wettbewerbsvorteil beizubehalten. Das heißt, Investitionen in jegliche Art von Infrastruktur ist von Bedeutung, insbesondere die digitale Infrastruktur. Das zweite befasst sich dann mit Innovation, denn hier kann man sehr gut die Produktivität steigern. Gerade in Deutschland erscheint das fast als ein Paradoxum, denn hier gibt es die größte Produktivität, aber die Dienstleistungsindustrie ist nicht besonders produktiv. Aber wenn man beides miteinander verbindet und die verarbeitende Industrie immer mehr von den Dienstleistungen abhängt, aber die Dienstleistungen noch nicht ganz den richtigen Stand erreicht haben und auch noch nicht so produktiv sind wie die verarbeitende Industrie, dann kann die Dienstleistung den Erfolg sogar behindern und diesen Wettbewerbsvorteil beeinträchtigen. Und das muss natürlich auf jeden Fall vermieden werden. Das heißt, die Dienstleistungen müssen hier ganz schnell nachziehen und man benötigt also Innovationen als eine wichtige Strukturreform. Und Teile dieser Innovation basieren natürlich auf einem wettbewerbsfähigen Umfeld mit vielen einzigen Akteuren. Denn dadurch entsteht schließlich Innovation. Denn Innovation kommt aus den einzelnen Unternehmen heraus. Denn bei unserem mehr oder weniger erfolgreichen Durchschnittsmodell, dann kommen etwa 2/3 aus dem privaten Sektor und 1/3 aus der, von der öffentlichen Hand. Und das heißt, wenn das in Deutschland umgekehrt ist, dann muss also hier der private Sektor noch mehr investieren. Und das dritte I bezieht sich auf integratives Wachstum. Das heißt, wir haben also die Investitionen in die Infrastrukturen, in die Innovation und dann brauchen wir natürlich auch noch integratives Wachstum. Hierbei geht es nicht nur um soziale Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung, sondern es geht wirklich um wirtschaftliche, finanzielle Maßstäbe. Wir müssen und es geht auch um Produktivität. Wir brauchen unbedingt Qualifikationen, Fachkräfte, denn das ist auch eine Kombination aus Innovation, ein Arbeitsmarkt, eine gute Berufsausbildung. Und natürlich auch lebenslanges Lernen. Denn wenn man eine gute Ausbildung machen möchte, dann sollte man nach Deutschland gehen. Es gab hier fast eine ganze Industrie. Sogar die Tourismusbranche hat davon profitiert, dass alle in der Krise herkommen wollten, um zu sehen, wie die Deutschen das bewerkstelligen. Warum gibt es hier so wenig Arbeitslosigkeit? Warum liegen wir hier in Deutschland sogar unter der Arbeitslosenquote vor der Krise? Und was hat Deutschland gemacht, dass sie da so erfolgreich sind? Natürlich ist das eine ganz besondere Kombination aus dem privaten Bereich, den Gewerkschaften, den einzelnen Arbeitnehmern. Aber das muss natürlich konstant weiterentwickelt werden, um auch in der Zukunft effizient und erfolgreich zu sein, wie auch Schweden, die Niederlande und Schweden. Ist es so, im Gegensatz zu diesen Ländern ist es in Deutschland so, dass weniger in das Wissenskapital investiert wird, sondern vielmehr in Realkapital. Natürlich hat das auch was mit der verarbeitenden Industrie hier zu tun, aber es ist natürlich entscheidend, um den eigenen Wettbewerbsvorteil zu bewahren. Dabei geht es nicht nur um Bildung, denn in den PISA-Studien beispielsweise sieht es gar nicht schlecht aus, aber es geht hier vor allen Dingen um eine Qualifizierung, eine berufliche Qualifizierung. Das ist nicht das Gleiche wie Bildung. Und dann steht das I bei Investitionen natürlich auch noch für Institutionen, für die verschiedenen Einrichtungen, denn es gibt hier sehr viele bilaterale und multilaterale Abkommen, wie zum Beispiel das Transatlantische Freihandelsabkommen, denn das Transatlantische Freihandelsabkommen ist für Sie sicherlich das Wichtige. Es gibt auch noch eine Reihe von anderen Abkommen zur Liberalisierung von Handel und Investitionen. Hierbei geht es vor allen Dingen darum, um die
Zollsätze aufzuheben und den Handel zu liberalisieren. Denn früher hat man das ja so gemacht. Sie liberalisieren die Fernseher, wir die Computer, sie die Schuhe, wir die Textilien. Aber jetzt wissen wir, wenn man sich die globalen Wertschöpfungsketten ansieht und wie sie strukturiert sind, dass der Mehrwert das ist, was entscheidend ist. Also nicht der normale Handel, sondern der, der den Mehrwert schafft und ihn letztendlich auch dann in seinem Land hat. Und daher ist es wichtig, dass wir hier das Wissen fördern, das Wissen, das notwendig ist, um diese Produkte zu schaffen. Das ist ja fast wie eine einseitige Abrüstung. Die Länder, die aggressiver und moderner vorgehen und an immer mehr Land gewinnen, immer größere Marktanteile, die sagen dann natürlich, ich brauche da gar keine gegenseitigen Abkommen mehr. Ich brauche einfach nur Zugang, um wettbewerbsfähig sein. Und deswegen setze ich meine Zollsätze runter und importiere zu so niedrigen Preisen wie möglich, um dann auch wieder zu exportieren können zu diesen niedrigen Preisen, statt es in beide Richtungen teuer zu gestalten. Und das ist natürlich ein ganz neuer Ansatz. Das heißt, wir haben hier sozusagen das Handelsgenom in der OECD dekodiert durch diese Mehrwert, durch diese Wertschöpfungsketten und durch diese Diagnose hin zur Vereinfachung des Handels, zum Abbau von Handelshemmnissen. Diese Ansätze haben eine sehr enge Verbindung zu Investitionen, denn sie werden die Investitionen erst möglich machen. Letztendlich sieht es so aus, Herr Vizekanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Botschafter. Letztendlich sieht es so aus, wenn wir uns Investitionen ansehen, dann scheint es erst so, als hätten sie ein eigenes Leben und als gäbe es da ein Allheilmittel. Man nimmt sich einfach ein bisschen Investitionen von überall und dann können wir eine Lösung für alles finden. Aber das ist nicht der Fall. Sondern was wir tun müssen, ist, erst müssen wir alles andere ermöglichen, damit dann daraus sich Investitionen ergeben als eine Folgeerscheinung. Dann entstehen Investitionen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen, dass wir heute hier sind, um den Erfolg eines Landes zu feiern. Den Erfolg Deutschlands während der schlimmsten Krise, die wir je erlebt haben. So einfach ist das. Und gleichzeitig haben wir uns heute aber auch zusammengefunden, um uns anzusehen, wie Deutschland noch besser werden kann. Und zwar im Interesse von Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Und dabei spielen Investitionen eine ganz entscheidende Rolle. Und einige von diesen Is, die ich hier erwähnt habe, die auf dem G20-Gipfel diskutiert werden und auch auf dem Ministertreffen im Juni wieder eine Rolle spielen werden, diese Is zum Thema Innovationen und Infrastruktur, Institutionen, diese Is müssen überprüft werden, die muss man angehen, mit denen muss man sich auseinandersetzen, man muss sie kategorisieren, miteinander vergleichen, damit wir dann den bestmöglichen Weg festlegen können. Und genau das machen wir bei der OECD. Das heißt, Sie können sich auf uns verlassen. Sie können sich ganz beruhigt auf uns verlassen bei Ihren Bemühungen. Ich möchte dem Vizekanzler ganz herzlich gratulieren, dass er diese Studie in Auftrag gegeben hat. Und aber ich möchte auch meine Freude ausdrücken über diese gute Qualität dieser Studie. Und das ist es wichtig, dass diese Expertenkommission so hochrangig war. Das ist wichtig, denn nur so kann man dies auf die entscheidende Ebene bringen. Denn zwei Drittel passieren eben auf nationaler Ebene. Das heißt, danach müssen wir uns fragen, wie wir das auf die lokale
dieser Ebene herunterbrechen können. Denn die Rahmenbedingungen treffen hier natürlich genauso zu. Vielen Dank für Ihre Geduld und vielen Dank, dass Sie auf mich hier gewartet haben und auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit während meines Vortrags. Vielen Dank.